Eine schwere Explosion zerstört am Dienstag ein Wohnhaus in der Schwetzinger Straße in Wiesloch. Noch immer ist nicht klar, wie es zu der Explosion gekommen ist. Die Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro angegeben. Auch am nächsten Tag sitzt der Schock in der Nachbarschaft noch tief. Also ich war gerade an der Garage, direkt 10 Meter entfernt, war mit dem Rücken zum Haus und dann gab es diesen lauten Schlag, also Knall. Ich habe gar nicht realisiert, wie schlimm. Habe mich nur umgedreht oder ich habe auch gemerkt, dass Glassplitter. Habe mich umgedreht, habe dann nur gesehen, dass das Fenster rausgeflogen ist. Und dann bin ich um die Kurve gelaufen, habe gesehen, dass die halbe Hauswand praktisch im ersten Stock rausgebrochen ist von der Wucht der Explosion. Flammen gab es nicht am Anfang, also man hat leichten Rauch gesehen, aber keine Flammen. Das war halt nur eine Riesenexplosion. Und ja, ist erstmal ein Schreck. Und ich wusste, die Kinder sind noch im Haus, wir wollten gerade losgehen, deswegen wollte ich das Auto rausholen. Und dann erstmal die Polizei gerufen. Dann habe ich nach draußen geschrien, dass sie den Notruf anrufen sollen. Bin mit meiner Tochter da um die Ecke dann nach hinten gekommen. Mein Neffe und so, die waren ja alle, das Haus nebendran gehören meine Eltern. Unten wohnt mein Bruder und oben meine Eltern. Mein Neffe und so, der stand ja auch noch draußen. Dann habe ich ihn draußen abgeholt, also rausgeschickt. Und dann war ein Freund zufällig da, mit dem haben wir da die Tür aufgerissen. Und wollten dann rein, ob wir ihn retten können. Aber dann bin ich, also wir waren erst noch hier und hier hat man noch gar nichts gesehen. Dann bin ich um die Ecke, habe mein Auto gesehen. Der Wand war schon komplett weg, also das beim ersten Bumm schon. Und dann habe ich ihm gesagt, da rein dürfen wir jetzt nicht. Es ist schon überall Flammen und wir wissen nicht, ob da drin ist. Wir wussten ja, dass da eine Person drin wohnt. Dann haben wir auch gerufen, aber hat erstmal nichts reagiert. Die Nachbarn kamen, haben dann auch gleich die Tür eingetreten, während ich den Notruf abgesetzt habe. Und dann hat man ihn auch kurz oben gesehen, noch durch die praktisch fehlende Hauswand, wo er kurz oben ein bisschen rumgestolpert ist und dann habe ich ihn nicht mehr gesehen und dann ja, macht man sich natürlich auch riesen Sorgen und hat gewusst, man kann da nicht rein, weil alles so ja, einsturzgefährdet aussah schon. Also. Haben Sie dann beobachten können, wie die Feuerwehr den Mann dann letztendlich gerettet hatte? Nee, ich habe es nicht gesehen, weil er vorne raus gerettet wurde und wir waren ja hier hinten im Hinterhof. Also die Feuerwehr war echt sehr gut. Also das muss ich wirklich sagen. Die Polizei war, ich war nach hinten, das waren Minuten, bis die Polizei da war. Wirklich vielleicht 1-2 Minuten. Und der hat auch gleich gesperrt und hat gleich gesagt, nein, nicht mehr rein. Was auch gut war, wenn man später überlegt, ich wollte ihn retten. Ich habe eine Tochter, Einjährige, auf dem Schoß gehabt. Ich konnte sowieso nicht rein. Der Freund ist reingerannt, aber retten wäre auch so eine Sache. Ich habe ihn ja dann zurückgehalten. Aber die Flammen sind ja auch, man kann auch gar nicht realisieren, wie weit das dann nochmal gehen wird. Ja, also ich habe ja dann gesehen, wie die Polizei zuerst abgesperrt hat, dann kam ja die Feuerwehr und es ist eine sehr enge Zufahrt, da passt ja gerade mal ein Feuerwehrauto rein. Und da habe ich noch gedacht, wo die anfangen haben zu löschen, ob die jetzt wirklich an das Hinterhaus rankommen richtig und schnell genug. Weil ja, ist ja ein sehr altes Haus, der Dachstuhl hat zum Schluss lichterloh gebrannt. Und ich glaube ein paar Minuten später, die Feuerwehr hätte es aufs Nachbarhaus übergegriffen, weil der Wind auch praktisch hier in die Richtung gezogen ist und man hat gesehen, dass die Flammen dann auch schon eigentlich rübergehen. Also wenn die Feuerwehr nicht schneller gewesen wäre, ein paar Minuten. Wie ist Ihre Einschätzung? Wie gut hat die Feuerwehr auch gearbeitet, dass man wirklich das Feuer von den Nachbarnhäusern fernhalten konnte und auch relativ schnell gelöscht hatte? Also ich habe gesehen, wie dann zuerst mal einer gelöscht hat. Da habe ich gedacht, oh, das war ein relativ kleiner Strahl im ersten Moment, aber die waren dann sehr schnell, dass sie hier mit, weiß nicht, Löschtrupps 3 Stück vom Balkon aus hier im Garage, also hier in der Einfahrt und von unserer Garage aus zu dritt. Und da habe ich gesehen, dass die Drehleiter noch kamen. Also das war schon sehr schnell, wie ich dann die Drehleiter gesehen habe. Da war ich schon überrascht, dass sie dann so schnell auch von der anderen Seite hier war. Der 75-jährige Bewohner wurde bei der Explosion und dem anschließenden Brand lebensgefährlich verletzt. Er wird nach wie vor intensivmedizinisch in einer Klinik versorgt.